Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz zum Thema Entwurf Landtagswahlprogramm. Das werden Ihnen vorstellen, ich fange jetzt mal hier an meiner Seite an, Jan Schalauske, Vorsitzender der Fraktion Linke im Hessischen Landtag, daneben Elisabeth Kula, ebenfalls Vorsitzende der Fraktion, dann Jakob Megenda, Landesvorsitzende Linke Hessen und die Christiane Böhm als Landesvorsitzende ebenfalls in Hessen. Und anfangen wird Jakob Megenda. Wie immer besteht natürlich in einer zweiten Runde die Möglichkeit, dann Sachen zu vertiefen und Fragen zu stellen. Ja, ich wollte erstmal ein bisschen mit den Grundlinien anfangen, weil es gibt ja Dinge, die sich bei uns auf jeden Fall durchziehen durch alle Programmbereiche. Dazu gehört auf jeden Fall, dass für uns immer gilt, dass wir vor Armut schützen wollen und für gute Arbeit sorgen wollen und für gute Löhne. Und das ist egal, ob es jetzt in der Pflege ist, in der Bildung oder in welchem Bereich auch immer. Wir wollen immer grundsätzlich das Öffentliche stärken, weil wir sehen es ja an ganz vielen Stellen. Der Markt kann ganz viele Dinge nicht regeln und von daher wollen wir möglichst viele Dinge in öffentliche oder genossenschaftliche Hand legen und auch dafür sorgen, dass die Kommunen das Land finanziell so ausgestattet sind, dass sie diese Aufgaben erfüllen können. Wir haben eine multiple Krise auf der ganzen Welt und auch in Hessen und dementsprechend haben wir einen sozialen und auch einen Klimanotstand und wir wollen alle Dinge, die geklärt werden in den nächsten 5 Jahren, immer unter der Brille und unter den Voraussetzungen mit betrachten und in diesem Vorbehalt. Wir wollen grundsätzlich Demokratisierung in der Gesellschaft und das ist uns egal, ob es jetzt eine universitäre Selbstverwaltung ist, Mieterinnenbeiräte oder Beiräte für Fahrgäste. Und wir wollen, dass nicht der private Besitz in diesem Land entscheidet, wie die Gesellschaft gestaltet wird, sondern dass wir alle zusammen entscheiden. Und schließlich geht es auch grundsätzlich um Gleichberechtigung. Gleichberechtigung heißt auch eine reale soziale Gleichstellung. Das heißt, wir wollen eine Gleichstellung für alle, dass Frauen nicht mehr weniger verdienen als Männer, dass wir Diskriminierung, Rassismus bekämpfen und dass wir eine Selbstbestimmung über den eigenen Körper haben und nicht mehr fremdbestimmt wird über den eigenen Körper. Und dazu gehört natürlich auch die Barrierefreiheit. Jetzt will ich ein bisschen tiefer einsteigen nochmal zum Schwerpunktthema des sozialökologischen Wandels, was natürlich 2 Schwerpunktthemen jetzt gerade hat. Einmal die sozialökologische Energiewende und dann die Verkehrswende. Das heißt für uns, dass wir bis 2025 in Hessen aus der Kohle aussteigen müssen und alle Kohlekraftwerke in Hessen stillgelegt werden müssen bis dahin. Die Energiewende kann auch nur dezentral und demokratisch funktionieren und wir brauchen eine Versorgung, die eine soziale Preispolitik mit voranbringt. Das heißt, dass der Grundbedarf bezahlbar ist und nicht in unermessliche Höhen steigt wie jetzt und dann für im Ausgleich Luxusbedarf verteuert wird. In der Verkehrswende wollen wir eine starke Bevorzugung des Umweltverbundes. Das heißt, wir wollen eine soziale Preispolitik im ÖPNV und die Preise deutlich senken mit einem 9-Euro-Ticket als ein Einstieg für den schnell Umsetzung des Nulltarifs in Hessen. Und zu dieser Bevorzugung des Umweltverbundes gehört natürlich auch ein klarer Kampf gegen die Autobahnausbauten und für ein Tempolimit. Wir stellen uns ja auch ganz praktisch und solidarisch immer auch selbst mit in den Weg, wenn Autobahnen in Hessen ausgebaut werden. Damit würde ich dann an Christian übergeben, die jetzt im Bereich Sozialpolitik und zu Entstehungsprogramms etwas sagt. Dankeschön, Jakob. Ja, vielen Dank für Ihre Anwesenheit heute. Wir freuen uns, Ihnen unseren Programmentwurf vorzustellen. Sie können sich vorstellen, das ist eine lange Arbeit, die wir in der Partei dafür leisten. Aber nicht nur innerhalb der Partei, sondern wir haben uns im Sommer letzten Jahres zu Foren zusammengefunden mit Organisationen, Verbänden, Bürgerinitiativen und haben gefragt, was wollt ihr denn, was in einem Wahlprogramm der Linken Hessen drinsteht? Und unter diesem Motto, die Linke hört zu, haben wir 8 Foren durchgeführt zu verschiedenen Themen des Wahlprogramms und haben zugehört und haben fleißig aufgeschrieben und haben vieles von dem, was die Verbände und Organisationen, mit denen wir auch schon lange zusammenarbeiten, zu einem großen Teil mit aufgenommen, unser Programm. Jetzt ist im Dezember dieser Programmentwurf in die Parteigliederungen gegangen und wird dort in den Kreisverbänden, Ortsverbänden, Landesarbeitsgemeinschaften intensiv diskutiert. Es werden Änderungsanträge erarbeitet und am 4. März ist der Programmparteitag. Dort wird das Programm verabschiedet. Wir haben das Programm aber auch an die Verbände und Organisationen geschickt und da bekommen wir auch ganz viele Impulse und Ideen, was vielleicht auch noch, was schon sehr gut ist, vieles ist bestätigend, aber auch vielleicht noch einiges geändert werden muss, weil neben den großen Linien geht es ja auch um die konkrete Politik. Ich
Gestern wurde ja, hat die Bertelsmann Stiftung deutlich gemacht, dass die Kinder- und Jugendarmut in Hessen bei fast 25% liegt. Besonders erschreckend ist die Jugendarmut bei Mädchen bei über 30%. Das sind Zahlen, die uns natürlich schon schwer umtreiben. Und auch wenn wir es schon häufig gefordert haben, wird es weiter notwendig sein, dass diese Landesregierung endlich einen Landesaktionsplan gegen Armut entwickelt, gegen Kinder- und Jugendarmut, aber auch Altersarmut, die Armut von Alleinerziehenden. Und der Landessozialbericht war ja da völlig unzureichend. Und wesentlich natürlich für die Armutsbekämpfung ist, dass es auch gleichen Lohn für gleiche Arbeit gibt und dass ein Lohn gezahlt wird, von dem man auch leben kann und nicht die Situation ist, dass man trotzdem noch mit Bürgergeld aufstocken muss. Dafür wollen wir einen Landesmindestlohn von 14 Euro in Hessen einführen und so damit das dafür eine armutsfeste und auch dauerhafte Finanzierung sorgen, weil Hessen hat ja die Krankheit der Projektitis und führt viele Projekte und viele Angelegenheiten nur kurzfristig durch. Wir wollen aber auch im öffentlichen Dienst eine familiengerechte und verkürzte Wochenarbeitszeit von 28 bis 35 Stunden als neue Regelsarbeitszeit mit Lohn- und Personalausgleich einführen. Somit gebe ich weiter an die Kollegin Kula. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Christiane. Auch von meiner Seite erst nochmal einen schönen guten Morgen in die Runde. Schön, dass Sie hergefunden haben, auch nach einer langen und anstrengenden Plenarwoche. Also schön, dass Sie da sind. Ich werde ein bisschen was zum Thema Bildung sagen. Sie wissen ja, Bildung ist ein Schwerpunkt der Landespolitik, es ist Landesaufgabe und deswegen ist es selbstverständlich uns auch ein Herzensanliegen. Die letzten Jahre sind durch die Corona-Pandemie und durch die Energiepreisexplosion geprägt gewesen und die Schwächen unseres Bildungssystems und Probleme an unseren Schulen sind wie durch ein Brennglas sichtbar geworden. Und die Bildungsungleichheit, müssen wir feststellen, ist weiter angewachsen. Aber schon vor diesen Krisen der vergangenen Jahre hing der Bildungserfolg in Hessen maßgeblich vom Geldbeutel, aber auch von der Bildungsbiografie der Eltern ab. Und das wollen wir endlich ändern. Allen Kindern wollen wir die gleichen Startchancen bieten, unabhängig von Herkunft oder Hintergrund der Eltern. Dazu muss man auch schon im Frühkindalter anfangen. Wir wollen endlich die Gebührenfreiheit in den Kitas vollständig umsetzen, auch schon für das Krippenalter und für den ganzen Tag. Auch der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ist aktuell nur Wunschdenken. Wir wollen deutlich mehr Kapazitäten an den Kitas schaffen, um den Rechtsanspruch auch wirklich umsetzen zu können. Und dazu brauchen wir ein Fachkräftegewinnungsprogramm. Sie wissen alle, es gibt einen erheblichen Fachkräftemangel. Und mit dem wollen wir dann mit diesem Fachkräftegewinnungsprogramm kleinere Gruppen schaffen, endlich Studienplätze für das Lehramt an Fachschulen für Erzieherinnen in Hessen einrichten, bessere Bezahlung auch in der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern umsetzen und mehr Zeit für die pädagogische Arbeit in Kitas ermöglichen. Ja, und im Schulbereich wollen wir massive Investitionen an unseren Schulen tätigen. Der Sanierungsstau an Schulgebäuden und Sportstätten muss endlich behoben werden. Wir wissen ja leider immer noch nicht, wie hoch er wirklich ist, weil die Landesregierung ihn nicht erheben will. Und wir wollen die Schulen so ausbauen, dass ganztägiger Unterricht möglich ist und für alle gute Arbeits- und Lernbedingungen gegeben sind. Aber nicht nur beim Gebäudebestand gibt es erhebliche Mängel, sondern auch bei dem, was in den Schulen passiert. Wir wollen unser Schulsystem reformieren und sozial gerechter ausgestalten. Dazu gehört zum einen, endlich den eklatanten Lehrkräftemangel ernst zu nehmen und ihm etwas entgegenzusetzen. Dazu gilt vor allen Dingen auch neben den Kitas auch an den Schulen die Arbeitsbedingungen zu verbessern, vor allen Dingen die Pflichtstunden an den Grundschulen zu reduzieren. Da sind wir immer noch trauriger Spitzenreiter unter den Bundesländern. Außerdem wollen wir den Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in den Grundschulen bis 2030 qualitativ umsetzen mit Qualitätsstandards und echtem schulischen Ganztag. Und auch die Digitalisierung an unseren Schulen ist trotz Digitalpakt immer noch ein Flickenteppich. Und besonders beschämend ist doch, dass Schülertablets eben nicht unter die Lernmittelfreiheit in Hessen fallen und Schüler selber dafür aufkommen müssen. Und das wollen wir ändern. Wir sind aber auch der Meinung, dass gerade nach Corona und mit Distanzunterricht und den ungleich verteilten Bildungschancen, dass das gezeigt hat, dass wir grundsätzlich auch an unserem Bildungssystem etwas verändern müssen. Wir als Linke wollen längeres gemeinsames Lernen bis zur 10. Klasse und eine Schule für alle, auf die alle gemeinsam gehen. Und das gegliederte Schulsystem aus dem Kaiserreich wird den Anforderungen an ein modernes Bildungssystem nicht gerecht.
Ja, und an den Hochschulen neben den Schülerinnen und Schülern waren gerade die Studierenden massiv von Hochschulschließungen während Corona betroffen. Und auch jetzt werden wegen den hohen Energiepreisen wieder einzelne Gebäude geschlossen. Und das befördert Ungleichheit. Nicht jeder Studierende oder jede Studierende hat eine gute Lernumgebung zu Hause. Und wir nehmen die soziale Lage, die sich verschärft, der Studierenden sehr ernst und wollen ein Hochschulstudium, das nicht am Geldbeutel scheitert. Bildung muss kostenfrei sein, egal ob in Kita, Schule oder Hochschule. Und um die Bildungsgerechtigkeit an Hochschulen zu verbessern, wollen wir massiv in studentischen Wohnraum investieren und Studierendenwerke besser ausstatten. Wir schaffen jährlich 2000 neue Wohnheimplätze für eine Entspannung am Wohnungsmarkt. Und darüber hinaus wollen wir die Hochschulen noch besser finanziell aufstellen, damit sie eben nicht abhängig von Drittmitteln sind und endlich die unsägliche Befristungspraxis der Beschäftigten ein Ende nimmt. Und somit gebe ich ab an meinen Kollegen Jan Schalauske. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Schön, dass Sie da sind. Ich kann daran nahtlos anknüpfen. Ich möchte vielleicht, hier dieser Wahlprogrammentwurf, da steht sozial-ökologisch gerecht. Und bei sozial-ökologisch gerecht, das trifft auch die Forderungen, die wir beispielsweise beim Wohnen und bei der Versorgung mit Wohnraum stellen. Wohnen ist ein Grundbedürfnis, Wohnen ist ein Menschenrecht, Wohnen muss mehr sein als ein Dach über dem Kopf. Und wir haben aber erlebt, dass in den letzten 10 Jahren die Mieten, insbesondere in den Ballungsräumen, aber durchaus auch in den kleineren und mittleren Städten in Hessen, massiv gestiegen sind. Wir haben eine Dekade hinter uns, wo in den Ballungsräumen massiv mit Immobilien spekuliert worden ist, mit den sogenannten Investitionen in das Betongold, und Menschen auch mit mittlerem Einkommen händeringend eine bezahlbare Wohnung suchen, keine geeignete Wohnung finden und wo auch Menschen aus ihren angestammten Wohnquartieren verdrängt werden. Es sagen zwar alle Fraktionen mittlerweile, dass die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum ihnen wichtig sei. Gleichzeitig aber setzen sie entweder auf die falschen Instrumente, nämlich der Markt wird es schon irgendwie regeln, oder sie setzen einfach auf Bauen, Bauen, Bauen und wundern sich dann, dass sie nicht vorankommen. Und die schwarz-grüne Landesregierung, die das zwar auch für sich zum Thema gemacht hat, der grüne Wohnungsbauminister Al-Wazir, die hat auch in diesem Bereich versagt. Nehmen wir die Zahl der schwere Tanker des sozialen Wohnungsbaus, wie es Minister Al-Wazir gesagt hat. Der ist nicht vorangekommen, dessen Richtung ist nicht richtig gedreht worden, sondern die Zahl der Sozialwohnungen stagniert. Und was fordern wir jetzt als Linke in unserem Programmentwurf? Wir wollen, dass zunächst mal alle landesgesetzlichen Möglichkeiten genutzt werden, um Mieterinnen und Mieter zu schützen. Das heißt also, dass die bestehenden gesetzlichen Regelungen verschärft werden. Wir wollen zweitens Druck machen, auch aus Hessen, für einen bundesweiten Mietendeckel. Wir wissen, das ist das wirksamste Instrument, um Mietpreissteigerungen auch zu begrenzen. Und wir wollen, dass, was längst überfällig ist, dass das Land Hessen endlich ein Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung verabschiedet, so wie es das in anderen Bundesländern auch gibt, mit dem man dann wirksam auch den Kommunen ein wirksames Mittel in die Hand gibt, um gegen Leerstand und also Spekulation und Leerstand vorzugehen. Wir wollen zweitens eine echte und wirksame Initiative und Offensive für den sozialen Wohnungsbau. Wir hören jetzt die Nachrichten aus der Wohnungswirtschaft, dass der soziale Wohnungsbau einzubrechen droht, dass viele Wohnungen nicht mehr zu finanzieren sind. Und wir schlagen seit vielen Jahren ein sehr gutes Programm vor, ein Förderprogramm für öffentliche Wohnungsbaugesellschaften, für Genossenschaften mit attraktiven Zuschüssen bei der Errichtung von Wohnraum, das auch Barrierefreiheit berücksichtigt, das Klimagerechtigkeit berücksichtigt. Und ein solches Programm wollen wir auflegen, um in den nächsten 5 Jahren 50.000 neue Sozialwohnungen zu schaffen. Das ist ein ambitioniertes Programm und das wird aber nur funktionieren, wenn man die Wohnungen auch direkt bezuschusst. Was es dafür auch braucht, ist Flächen. Hier hat sich gerecht, dass in den vergangenen Jahren viele Flächen auch verkauft und privatisiert wurden, und die öffentliche Hand muss mit einem Bodenfonds auch
in der Lage sein, Flächen auch anzukaufen, damit dann darauf auch günstige Wohnungen errichtet werden kann. Und als ein Punkt, der bisher vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, ein Argument derjenigen, die eigentlich mehr Wohnungen bauen wollen würden, es aber eben noch immer nicht tun, sei, es würde der Fachkräftemangel fehlen. Also es fehle an Fachkräften. Und wir schlagen jetzt vor, eine hessische Bauhütte zu gründen. Das heißt also von der öffentlichen Hand auch nochmal die Anstrengungen zu bündeln. Ähnliches wird beispielsweise in Berlin auch diskutiert, um dann auch mit einer solchen Bauhütte den Wohnungsbau voranzubringen. Grundsätzlich geht es uns darum, dass das Wohnen einfach zu wichtig ist, um es allein dem Markt zu überlassen, und dass wir auch bei der Versorgung von Wohnraum die soziale und die ökologische Frage zusammen denken müssen, sodass wir beispielsweise sagen, man soll nicht nur neue Wohnungen bauen, sondern man soll auch Bestände ankaufen, und dabei wollen wir die Nassauische Heimstätte, die ja in der Vergangenheit sogar noch Wohnungen verkauft hat, auch entsprechend mit finanziellen Mitteln ausstatten. Oft wird ja gefragt, wie will die Linke ihre Forderungen überhaupt bezahlen? Sei das denn quasi alles bezahlbar? Und da halten wir an dem Grundsatz fest, dass starke Schultern in der Gesellschaft mehr tragen müssen als vermeintlich schwache. Und dass, wenn man im Land Hessen soziale, gerechte und ökologische Maßnahmen ergreifen will, dass man dann auch den gesellschaftlichen Reichtum angemessener besteuern muss. Gerade letzte Woche hat Oxfam, die Entwicklungsorganisation, nochmal gesagt, dass allein in den Jahren 2020-21 81% des Vermögenszuwachs in Deutschland auf das reichste Prozent der Bevölkerung gefallen sind. Also 99% der Bürgerinnen und Bürger nur 19% des Vermögenszuwachses zugute kamen. Also hier sieht man die enorme Schieflage. Sie wissen, die Vermögensteuer und die Erbschaftssteuer würden dem Landeshaushalt zufließen. Das sind Landessteuern, sodass mit einer Wiedereinführung einer moderaten Vermögensteuer, das heißt selbstgenutztes Wohneigentum ist frei, 1 Million Freibetrag und darüber nur 1% an Steuern, und mit einer gerechten Ausgestaltung der Erbschaftssteuer könnte man dem Landeshaushalt über 1,5 Milliarden im Jahr an Zuwachs ermöglichen, und damit sind dann auch viele unserer Forderungen finanzierbar. Ich will noch eine kurze Bemerkung aus aktuellem Anlass machen, die aber auch sehr eng mit unserem Programm und unserer politischen Arbeit verbunden ist. Hessen ist bekanntlich ja ein Hotspot der Rüstungsproduktion in Deutschland. Hessen ist eine bedeutende Waffenschmiede. Ministerpräsident Rhein besucht heute Rüstungsfirmen in Nordhessen, in Kassel. Der Wirtschaftsminister Al-Wazir hat vor 2 Tagen in der Hessenschau gesagt, dass die Lieferung von Panzern in die Ukraine auch ein gutes Zeichen für den Wirtschaftsstandort Hessen sei. Und ich will hier für die Linke nochmal klar machen, das ist aus unserer Sicht keine gute Nachricht. Wir lehnen die Waffenlieferungen in die Ukraine ab, aber wir lehnen auch ab, dass man die Produktion von Waffen, von tödlichen Waffen, das Machen von blutigen Profiten, dass man das sozusagen als einen guten Beitrag für den Wirtschaftsstandort versteht. Und deswegen bleiben wir als Linke auch hier in unserem Programm dabei. Wir müssen über Alternativen reden, über Rüstungskonversion, über die Frage, wie kann man auch in Nordhessen zivile Produktion ansteuern und nicht sich jetzt in dieser schrecklichen Situation mit dem Krieg in der Ukraine dann darüber freuen, dass bei den Konzernen die Aktienkurse durch die Decke gehen oder blutige Profite gemacht werden. Abschließend, das zeigt sich auch in unserem Programmentwurf, wir sagen, links wirkt. Die Linke hat mit ihrer Arbeit im Hessischen Landtag in den letzten Jahren deutliche Spuren hinterlassen. Das beginnt bei der Abschaffung der Studiengebühren. Hessen war das erste Land, das die Studiengebühren abgeschafft hat. Viele andere Bundesländer sind danach gefolgt. Das ging weiter mit dem Widerstand gegen die Privatisierung der Nassauischen
Heimstätte. Das muss man sich mal vorstellen. Vor rund 10 Jahren ist noch diskutiert worden, die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft zu verkaufen. Heute sind alle froh, dass dieser Fehler nicht begangen wurde. Dazu, denke ich, hat die Linke wesentlich mit beigetragen. Sie hat im Kampf gegen rechts wichtige Akzente im Hessischen Landtag gesetzt, unter anderem durch unsere wichtige Arbeit in den Untersuchungsausschüssen, die wir ja auch maßgeblich mit angestoßen haben. Ein wichtiger Markenzeichen der Linken ist die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften, beispielsweise im Kampf gegen die Schuldenbremse, mit Sozialverbänden, wenn wir Armut im Lande Hessen thematisieren, oder aber auch mit Bürgerinitiativen, so wie beispielsweise gegen die Straßenbeiträge, wie wir auch gestern mit unserem Gesetzesentwurf hier im Landtag auch nochmal deutlich gemacht haben. Also die Linke hat Spuren hinterlassen, die Linke hat eine Arbeit gemacht, die Wirkung gezeigt hat, und darauf können wir weiter aufbauen. Ja, besten Dank. Das war es bis dahin von uns. Haben Sie zu den bisher gesagten Fragen?